Eingerahmt von einem verwunschenen englischen Landschaftspark und nur wenige Schritte vom Schweriner See entfernt, liegt das Schloss Rabensteinfeld. Die einzige Sommerresidenz der Großherzöge von Mecklenburg wurde von 1886 bis 1887 unter Großherzog Friedrich Franz Illnach den Plänen des Architekten Hermann Willebrand errichtet. 25 Jahre lag das Schloss im Efeu umrankten Dornröschenschlaf, bis die Gemeinde dieses historische Juwel im Oktober 2019 für 680.000 Euro von einer Schweizer Bank zurückerwarb. Das ist erfolgt. Wir haben innerhalb von 90 Tagen das Gebäude zurückerworben und haben uns jetzt mittlerweile mit dem Landrat verständigt in einer Sitzung und haben dort die Machbarkeitsstudie diskutiert. Alle Beteiligten bringen ihre Vorstellungen rein und alles wird gesammelt. Bedauerlicherweise, wie in jedem Bereich, ist es ein bisschen in Stocken geraten durch die Corona-Krise. 1945 verließ die letzte adlige Bewohnerin, Großherzogin Elisabeth von Oldenburg, das Schloss Rabensteinfeld. Bereits 1941 war dort ein Kriegslazarett eingerichtet worden. Von 1947 bis 1995 diente das Schloss als Forstschule. Trotzdem erinnern im Inneren der einstigen Residenz noch einige Relikte an glanzvolle Zeiten. Von prachtvollen Stuckelementen über Veloy- und Bochfliesen bis hin zu Fenstern, die noch aus dem Jugendstil stammen könnten. In dieser Epoche, im Jahre 1901, lebte auch Königin Wilhelmina der Niederlande, die Frau von Herzog Heinrich zu Mecklenburg und Großmutter des jetzigen Königs Wilhelm Alexander in Rabensteinfeld. Ich habe mir über die Botschaft, niederländische Botschaft in Berlin, die Postanschrift geben lassen und habe den niederländischen König angeschrieben, habe auch um eine Audienz gebeten. Ich habe eine schriftliche Antwort bekommen vom Königshaus, dass die Audienz erstmal abgelehnt ist aus Zeitgründen. Aber auch der König Wilhelm Alexander daran interessiert ist, wie es mit diesem Haus weitergeht. Und wir möchten auch in Verbindung bleiben. Auch ein eigens im November 2019 gegründeter Kultur- und Schlossverein mit mittlerweile 25 Mitgliedern und unter dem Vorsitz von Hugo Klöpzig engagiert sich, um dem Schloss zu seiner ursprünglichen Schönheit zurückzuhelfen. Doch der Weg dorthin ist noch lang, auch wenn die Bausubstanz in überraschend gutem Zustand ist. Laut einem Gutachten kostet das Vorhaben rund 15 Millionen Euro. Der Landrat hat schon Unterstützung zugesagt und da das Objekt unter Denkmalschutz steht, wird es auch Förderung geben. Der genaue Finanzierungsablauf muss laut Klaus-Dieter Brunz jedoch noch geklärt werden. Also wir als Gemeinde haben von Anfang an gesagt, also dieses Haus soll auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Deswegen auch die ersten zwei Etagen für die Öffentlichkeit als solches zur Verfügung. Da werden wir verschiedene Zimmer nutzen für musealen Charakter. Neben Ausstellungsräumen sind dem Bürgermeister zufolge auch gastronomische Angebote und ein Trauungszimmer denkbar. Schließlich soll sich das Vorhaben dauerhaft und wirtschaftlich rentieren. Klaus-Dieter Brunz rechnet in diesem Jahr mit einer detaillierten Planungsphase und 2021 dann mit einem Startschuss für die Sanierung. Der mystische Charakter bleibt dem Schloss Rabensteinfeld also vorerst erhalten.